Wo Kunststoff verarbeitet wird, müssen oftmals mehrere Materialien zusammengeführt werden. Dazu müssen diese vorher im richtigen Verhältnis dosiert werden. Besonders interessiert uns in dieser Folge von Moos-Corner TV, wie, also mit welchen Mitteln dosiert wird. Die für das Dosieren eingesetzten Werkzeuge nennt man Dosierorgane. Welches Dosierorgan zum Einsatz kommt, ist von mehreren Faktoren abhängig. Wir stellen die gebräuchlichsten Dosierorgane vor. Die Dosierschnecke ist eine der ältesten Arten, Material zu befördern. Ihre Erfindung wird dem berühmten griechischen Techniker Archimedes zugeschrieben, der um 250 vor Christus lebte. Ein Scheibendosierer, den es in vielen Unterarten gibt, dosiert Material, indem er drehend jeweils ein definiertes Materialvolumen mitnimmt. Beim Konusdosierer arbeitet die Schwerkraft. Ein Konus verschließt oder öffnet einen Materialbehälter, aus dem das Material herausrieselt. Damit ist er verwandt mit dem Dosierschieber, der ebenfalls die Schwerkraft nutzt, um Material rieseln zu lassen oder zu stoppen. Für die Auswahl des Dosierorgans kommt es darauf an, welches Material in welcher Menge dosiert werden muss. Da gibt es schlechtere und bessere Lösungen. Aber Scherz beiseite, wie präzise muss dosiert werden? Die Dosierorgane sind ein wesentlicher Bestandteil des Dosiergerätes selbst, weil das Produkt, das gehandhabt werden muss, sich in einem Vorratsbehälter befindet. Und das Dosierorgan hat die Aufgabe, die entsprechende Komponente zur Bedarfsstelle zu führen. Die Wahl des richtigen Dosierorgans ist abhängig von dem Schüttgut, das Sie handhaben müssen, in erster Linie. Davon muss man einfach unterscheiden, ob es gut rieselfähig ist, in Granulatform beispielsweise vorliegt, oder ob Sie ein schlecht rieselfähiges, adhesives, kohäsives Pulver haben, das sich auf die Schneckengänge zum Beispiel legt und dann entsprechend über Doppelschnecken gehandhabt werden muss, während gut rieselfähige Granulate über Einfachschnecken gehen. Des Weiteren muss man sagen, dass die Dimensionierung natürlich auch eine erhebliche Rolle spielt, weil die Dimensionierung direkten Einfluss hat auf den Durchsatz, der abgebildet werden kann. Kurz gesagt, die Wahl des Dosierorgans hängt von den Materialeigenschaften, den zu verarbeitenden Mengen und von der gewünschten Genauigkeit ab. Schließlich spielt es auch eine Rolle, ob der Verarbeitungsprozess kontinuierlich, wie etwa bei der Extrusion, oder zyklisch, wie zum Beispiel beim Spritzgießen, stattfinden soll. Die Eigenschaften des Materials in der Kunststoffindustrie sind vielfältig. Neben den bekannten Granulaten gibt es Flakes, Pulver, Flüssigkeiten. Auch können Materialien dazu neigen, Brücken zu bilden. Daher spielt die Planung eine so wichtige Rolle bei der Wahl der Dosierorgane. Wird in der Anlage ausschließlich mit Granulaten gearbeitet oder können auch Flüssigkeiten oder Pulver eine Rolle spielen? Jetzt wird es Zeit, das Gelernte praktisch umzusetzen. Mo hat seine Freunde zum Frühstück eingeladen. Alle mögen genauso gern Kaffee wie er selbst. Und er weiß genau, wie jeder seiner Gäste den Kaffee am liebsten trinkt. Mo ist immer gut vorbereitet, daher stellt er schon einmal die Kaffeemaschine an. Alice trinkt ihren Kaffee schwarz mit etwas Zucker. Zum Dosieren bietet sich der Löffel an. Bob achtet auf seine Figur. Er nimmt daher nur Süßstoff. Zwei Tabletten, die bequem mit dem Spender dosiert werden können. Claudia mag Kaffee mit heißer Milch. Die hat Mo vorher in eine Milchkanne gefüllt, mit der sie sich optimal dosieren lässt. Und fertig. Das Ergebnis ist optimal, weil mit für die jeweiligen Materialien und Mengen angemessenen Dosierorganen gearbeitet wurde.